Ja, und herzlich willkommen zu Let's Play Icarus mit dem Germany. Ich habe mal, weil ich halt die Mission noch nicht hatte und ich glaube, man muss halt hier irgendwie alles erfüllen mal, damit man auch überhaupt auf die zweite Map kommt irgendwie. Eine Mission angenommen, das ist Bioforschung südlicher Gletscher. Mir fiel dann erst irgendwie während der Mission auf, dass da steht südlicher Gletscher. Deswegen habe ich mir erstmal eine Base gebaut und habe mir dann eine Rüstung, also eine Fellrüstung gebaut. Ich bin hier in dieser Höhle. Eigentlich dachte ich, das wird ein ganz schneller Akt mal eben rein und ja, war irgendwie nicht so. War einer. Ja, schon wieder bewohnt die Höhle. Ich war eigentlich gerade im Begriff aufzubrechen, aber ich sehe überhaupt keine Markierung auf der Karte. Das ist wahrscheinlich wieder ein Bug. Habe aber eigentlich die Mission frisch gestartet und noch nicht neu geladen. Dann passiert das ja manchmal. Aber ich habe mal in anderen Videos geguckt. Angeblich ist der erste Punkt irgendwo hier. Das heißt, ich werde jetzt, weil wir ja gerade schon 19 Uhr haben, das Feuer noch mal entzünden, schlafen. Und dann renne ich los. Ich habe mir übrigens noch ein paar Pfeile gemacht. Ich habe alles, nicht alles, aber viel Erz hier abgebaut und habe mir dann daraus ausschließlich Feuerstandpfeile gemacht. Ich habe eine vollgefüllte Sauerstoffflasche, wohl fast voll, aber die hält noch. Und eine Wasserflasche. So, wir haben genug zu essen. Ja, ich muss noch mal essen, damit ich jetzt alle drei was bekomme. Kleiner Trick, wenn ihr zähes Fleisch habt, könnt ihr es einmal trocknen und einmal kochen und da geben die verschiedene Boni und ihr seht, ich habe jetzt drei verschiedene Fleischboni. Bärenfleisch und zähes, oh, ich hasse es. Bärenfleisch und zähes Fleisch geben das gleiche, den gleichen Effekt, sind also nicht stapelbar. Ich werde einfach aussitzen. Ich will erstmal jetzt da hinkommen und den ersten Punkt entdecken. Nur ein Sturm. Ja, auf jeden Fall steht da ja südlicher Gletscher. Ich hoffe mal, wenn ich jetzt den ersten Punkt finde, dass ich dann auf der Karte den zweiten Punkt eingekreist bekomme, damit ich ihn in etwa erkennen kann. Wolf lasse ich nicht stehen, ein kleines Level. Weil ich muss auf mein Gewicht achten, ich habe jetzt ein komplettes Haus dabei. Einmal eins zumindest.
So, und das hier scheint mir noch. Das ist der Berg hier. Ich habe schon eine Fellrüstung an. Dürfte aber beim Sturm nicht so viel bringen jetzt. Ja, also hinterm See. Eben ein kleines Haus hier rein. Ja, hat gereicht. Also ihr könnt euch in jedem Felsen einfach einbuddeln und dann habt ihr Ruhe vom Wetter. Ja, also normalerweise sollte hier ein kleiner Kreis ringsherum sein, damit er auf diesem Berg zeigt. Aber nee. Das ist eigentlich noch eine relativ frühe Mission, also die machen wir eigentlich am Anfang mal irgendwann als Low Level. Entsprechend sind hier die Wölfe und so auch nicht so hier hohen Level. Allerdings macht das beim Eisbären auch nicht viel aus. Die machen natürlich extrem viel Schaden. Auch als Level 5 oder 10 oder vielleicht gibt es ja auch 20er, 30er, ich weiß es nicht. Deswegen habe ich mir halt erstmal die Feuerstandpfeile geholt. Ja, und durch diese dreifach Fleischboni, seht ihr ja schon, habe ich jetzt richtig schön Leben. Und auch entsprechend viel Ausdauer. Und das sollte der Felsen sein. Jo, da ist diese komische. Jetzt hänge ich fest. Fresse es. Tja, ich soll da Bioproben von sammeln. Hier ist aber nichts abbauen, offensichtlich. Das sind nur normale Linie. Ja, merkwürdige Blüte. Good find. I never seen one of those before. Maybe terraforming didn't wipe out everything in this area after all. Ja, toll. Jetzt steht da für den Bioprobe 2. Aber wieder keine Markierung. Ich weiß, es soll irgendwo da oben sein, meine ich. Aber wie soll man das denn finden, wenn man hier keine Kartenmarkierung bekommt? Das ist ja total krass. Ich muss noch mal eben bei YouTube gucken. Bioprobe 2. Die war dann eigentlich beim See.
Ja, da liegt irgendwo ein Reh rum, das ausgefressen ist. Ah ja. Okay, ich habe in etwa einen Plan. Ja, ich war da oben noch nicht in dem Gebiet. Okay, nur noch 41. Trotz allem, also ich finde, soll ich jetzt die ganze Map absuchen und dann nach kleinen Auffälligkeiten suchen? Das dauert ja Ewigkeiten, wenn man nicht weiß, wohin. Aber ich glaube, es ist ein Bug bei mir gerade, dass er mir das nicht anzeigt. Dann müsste mir zumindest das Gebiet grob einkreisen. Aber ich habe nichts auf der Karte. Höhle. Ich finde ja hier ein bisschen seltene Materie. Sowas nehme ich natürlich immer gern mit. Sieht aber nicht so aus, als wäre hier was. Nö. Dunkel gucken. Beleuchtet er ein bisschen? Nee. Schnell raus, bevor wir eine Lungenentzündung kriegen, und weiter geht's. Ist nicht. Okay. Ach, da oben war das. Ah. Okay. Dann irgendwie da. Da ist ein Kreis, ein ganz, ganz kleiner. Seht ihr den hier? Aber das sieht man auch nur, weil hier der schwarze Rand ist. Auf einer normalen Karte ist es fast gar nicht zu erkennen. Auf dem See ein bisschen. Das können sie echt mal verbessern. Okay, also um den Berg rum. Warum leckt das gerade so? Eieiei. Fällt mir an, ich habe gar keinen Schlafsack. Okay, jetzt müssen wir uns relativ weit rechts halten, um den Berg rumzukommen. Und wir müssen da hinten runterspringen, wer weiß, ob das gut geht. Dann renne ich hier unten rum. Er lässt mich.
kriegst du jetzt auch mal meine Pfeile. Vielleicht so ein schönes Hirschfleisch. Leider nicht. Knochen brauche ich nicht mehr. Knochenpfeiler und Epoxy brauche ich auch nicht. So, das müsste der See sein. Die wollte ich haben. Hase interessieren mich nicht so. Wölfe schon. Dieser kleinen hat irgendwo hier müsste das sein. Oh, hier im Wasser war das. Auf der anderen Seite. Erstmal muss ich sehen. Ich muss hier oben bleiben. Ah, da. Rumors that exotics can affect living organisms, but this, I don't even know what to call this, but you got what you came for. Okay, Probe 3 müsste jetzt theoretisch im Gletscher sein. Entweder, ja, eigentlich wahrscheinlich in dem da. Nur, wie soll man jetzt hier so einen hellen Kreis entdecken? Muss ich noch mal kurz ins Video gucken. Das müsste ich mal besser machen. Wir sind jetzt nämlich beim Eingang da unten. Und jetzt ist es nur mal ein paar Meter untertrieben, aber nicht mehr allzu weit. Okay, das war irgendwas G11. Im N14 unten rechts quasi. Okay. Also N14. Überall M14. Unten rechts. Also irgendwo da müsste es sein. Gut, wir sind jetzt ja gerade am Arsch der Welt hier oben. Das heißt, wir rennen jetzt hier durch. Da gibt es noch mal ein bisschen lecker Bärenfleisch. Ja, das ist eine Laufauktion, aber seht ihr hier irgendwas auf der Karte, da wo ich jetzt markiert habe? Genau, und ich leider nicht näher ranzoomen, aber ich glaube, dass... Nee.
Doch, das da ist der Kreis hier. Ganz, ganz dünner Kreis. Ja, das haben wir irgendwie. Ich muss ihn nochmal fixen. Eine Haarlinie quasi. Na gut, dann wollen wir es mal mit dem Eisbären anlegen. Beziehungsweise ihn umgehen. Ach ja, ich muss unbedingt den Nähverband mal erlernen. Das ist doch gut. Nehmen wir mal alles mit. Technikbaum. Ich werde das vorher mit meiner Schwester. Ich kann mal einen Hitzeverband machen, der ist gegen Frostbeulen. Und das Nähset muss ich unbedingt lernen. So. Im Endeffekt. Im Endeffekt ist es egal, wo wir reingehen. Es gibt auch eine ganz nette Höhle hier auf dem Weg. Also hier ist eine ganz nette Höhle. Da hatte ich mal eine Basis, ging mal vom Wasserfall. Und hier hatte ich mal ein seltene Materie vorkommen. Okay, ist aber noch ein gutes Stück zu laufen. Da kommen wir wahrscheinlich gerade so an, wenn es dunkel wird. Ich muss gerade an die Bundeswehrzeiten denken. Da gab es immer einen Spruch. Y-Tools, wir buchen, sie fluchen. Ja, die legen den Weg fest und du musst sie einfach folgen. Gut, jetzt einfach die Richtung weiter quasi. Dann bist du der schmalen Schlucht mit den zwei Bären. Da können wir uns hier noch ein paar leckere Bärensteaks holen. Ich habe auch wieder Hunger, fällt mir gerade auf. Fleischbonus 1, Fleischbonus 2. Und den auch so. Drei Fleischboni. Ja, ich muss sagen, irgendwie ist es schon durch. Wenn ich jetzt noch so ein Vorkommen finde, wäre natürlich mein Traum. Meine Schwester hatte eins genau hier. Gucken, ob da eins ist. Das würde natürlich meine ganzen Planungen einer schnellen Mission über den Kopf werfen. Wobei ich den da erstmal machen würde und danach das Erzvorkommen abbaue. Wobei ich habe den Eindruck, dass die Vorkommen, die gerade am Anfang von dem Baum sind, diese Low-Level-Missionen. Oh, das Spiel ist gerade eingefroren. Na? Wow, das war ein echt länger Leck. Dass die Low-Level-Missionen, dass sie Vorkommen da auch weniger haben. So, jetzt einfach nochmal nach Osten und dann ein bisschen nach Norden. Runter. Wolf, aber mehr auch nicht. Ja, hier ist nichts. Alter Belli, was ist denn hier los? Ist hier so eine Biomgrenze oder
meine, hier ist alles super flüssig jetzt. Die lassen echt von Pontius nach Pilatus rennen, ne? Wie bei Asterix und Obelix von dem, mit dem Behördenhaus da. Da müssen sie das Formular XYQ35 ausfüllen. Das gibt es dann auf der 15. Etage. So, das ist doch jetzt schon der kleine See, wo wir angekommen sind. Ja. Und dann werde ich mein Vorkommen auf der kleinen Insel da vorne. Ja, ist aber keins diesmal. Hier war, genau hier war ein Vorkommen. Gut, wir folgen dem Bachlauf. Na, 13 Uhr erst gerade mal. Guck mir die Höhle mal ganz kurz an, ob da vielleicht ein bisschen seltene Materie ist. Und eventuell kriegen wir noch einen Bären hier. Hört sich an wie ein Bär. Auf dem Wolf. Sind wir hier groß erwarten, ne? Also eine Anfangsmission. Büffel. Okay, das ist die Höhle, die ich meinte. Da die auch meine Basis vor. Schön. Natürlich schön mit Holz hochgezogen. Gut durch rein eigentlich. Okay. War einer hinter mir noch. Immer den so lange. Siehst doch. Ist abgehauen. So, das war's. Gucken wir mal. Eisen, Eisenpupfer. Ich soll keine Lungenentzündung kriegen. Eisen, 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 Kupfer. Kupfer, Kupfer. Nö, kein Vorkommen. Gut, nächster Halt. Ist kein Bär hier. Oh, erstaunlich. Hier sind eigentlich immer ein, zwei Bären. Da ist ein Bär. Oh, kleiner Bär. Hat da viel getrieben und Steaks, wenn da auch noch. Wir müssen auch noch auf den Zahn legen jetzt. Ja, hat er aber nicht. Na gut, weiter geht's. Ja. Eigentlich sind da auch immer Wildschweine. Na komm, Wolf. Ah,
mal ein bisschen Erfahrung sammeln. Muss ja nicht alles abloten, ne? Aber ich kann aber gucken, ob hier leckere Steaks drin sind oder eine Falle ansammeln. Denn so viel brauche ich von dem gar nicht mehr. Ich habe eigentlich genug Fleisch. Was haben wir jetzt denn? Den erschossen und dann habe ich noch den anderen. Ja, üblich. Wie üblich. Hast du was für mich? Bewegt sich nicht mehr. Stimmt. So, jetzt könnte man theoretisch mal überlegen, ob man nicht vielleicht eine Hütte baut. Ja, das mache ich mal eben, Inventar. Da habe ich mich schon Eisbären. Schon wichtig, dass man den ein bisschen weiter nach hinten legt. Manchmal, wenn ein Sturm ist und dann das zu nah an der Tür ist, dann macht es einfach Pop und dann ist es weg. Dann ist es kaputt, euer Bett. So, Feuerchen. Wo ich davor packen, wenn das Wetter gut ist. Dann kann ich ja mal ein bisschen was retten hier. Kurz den Punkt setzen. Noch zu früh zum Pennen. Aber erstmal wollte ich vielleicht den Bären, der hier vorne lauert, weghauen. Da können wir bis zur nächsten Höhle laufen. Eieiei, was haben wir denn hier? Schneesturm. Also noch sehe ich keine Eisbären. Aber der Schneesturm wird noch ein bisschen andauern, glaube ich. Pennen ist er. Lange Rampen. Hier kann man auch drauf springen, meine ich. Aber der Eisbär kann da auch drauf springen. Obwohl die scheinen mir relativ hoch zu sein, ja? Problem ist nur, ich kriege hier keinen Kopfschuss hin, sondern nur einen Arschschuss. Aber der hat irgendwie gar keinen Schaden genommen bisher. Jetzt sag mal. Jetzt hat er mich erwischt. Dann machen wir es halt so. Halt, Tobelli, ich bin gleich tot. Jo. Aber fast erwischt. Ja, irgendwie hänge ich an der Felswand fest, ist natürlich ziemlich dumm, dich da einkesseln zu lassen. Okay, jetzt werden wir wohl das Wetterchen mal abwarten. Wir haben unseren Spawnpunkt direkt an der Ecke.
Okay, er läuft ja weg. Er folgt seiner Route. Ich muss erstmal durch die Kälte laufen und mich wieder alles anziehen. Leichter Regenschauer. Wie sollte ich ja mit der Hütte hier überstehen? Okay, einfach durchrennen. Das sieht man hier zum Glück. Das ist der einzige Vorteil. Es gibt hier nur Eisbären. Und auch nur immer so etappenweise einen, der patrouilliert. Da hinten läuft er noch. Ist er wieder schön warm anziehen. Habe ich alles? Jo. Die Wasserflasche lasse ich gleich mal raus. Der Bär da hinten. Wir haben noch eine Rechnung offen. Ah. Meint ist die Rache. Aber hat man den ganzen Pfeile gefressen. Oh. Auch einen Verband machen, sehe ich gerade. Ah, die beliebten Bärensteaks. Ja, egal, ich brauche die Knochen nicht. Ich gehe erstmal zurück. Ich habe ja da mal ein Feuerchen brennen. Was auch natürlich jetzt ausgeht beim Brennregen. Ich muss dann noch ein Nailset machen. Das Wetter ist aber gleich vorbei, aber dann kommt die Nacht, also wieso? Hm. Ja, mein Feuer ist aus. Ich nehme den mal auf. Legen noch weiter hinten hin, da kann ich das Feuer nämlich reinpacken. Ist nur wichtig, dass es kann ruhig ganz nah hinten an der Wand sein, nur nicht zu nah an der Tür. Da hat jemand schon was gegrillt. Auch der wird noch gar nicht abgelootet. Die Erfahrungspunkte nehme ich gerne mit. Ich will immer die Knochen mitnehmen, ich kann aber nicht immer als der Knochensammler. So, dann stelle ich das Feuer jetzt mal hier rein. Schön an die Tür. Dann erstmal die hier. Die sind ganz frisch. Und dann passt er. Obwohl das auch noch. Ja. Und natürlich. Oder reinpacken. Als nächstes sollten das dann kommen. Können wir auch noch ein Trockengestell bauen, wenn ich ein bisschen noch ein bisschen in den Baum fälle. Ich könnte nur wieder die Hälfte trocknen. Denn eigentlich die Bärensteaks, genau, die würde ich am liebsten trocknen, weil die geben getrocknet auch Gesundheit. Das Wetter ist auch vorbei. Auch schön. Vier Eisbärenfälle. Vielleicht kill ich ja mit dem Charakter das die Eisbärenrüstung. Das for fun.
habe ich natürlich die Steaks noch hier auf dem Grill. Die werden alle schon getrocknet. Fleisch kann man leider nicht draufhängen. So. 18 Uhr, pennen. Gut. Wollen wir jetzt die Hütte hier lassen und noch eine neue bauen und einen neuen Schlafsack? Wir können das theoretisch. Ja, dann haben wir zumindest jetzt hier, wenn ich ihn nochmal neu setze, haben wir gerade umgesetzt. Dann hat man zumindest hier einen Respawn-Punkt, falls er uns nochmal erwischt. Was wir aber nicht hoffen. So, 3, jetzt habe ich 6. Die geben. Ja, die geben 100 Max Ausdauer und 150 Max Gesundheit. Die ist natürlich auch geil. Jetzt habe ich natürlich gerade das normale Steak gegessen. Das muss ich jetzt 830 Sekunden abwarten, bis es weg ist. Aber es könnte auf jeden Fall cool sein. Wenn das, das hat die gleichen Werte, meine ich, wie. Muss man vergleichen. 20 Gesundheitsregeneration und 5% gewonnene Erfahrung. Ja, hat das gleiche. Ja, hat exakt das gleiche. Deswegen das getrocknete Fleisch gibt was anderes. Das gibt halt hier Max Ausdauer und plus 15% Geschwindigkeit von Nahkampfangriffen. Also würde ich eher noch ein bisschen zähes Fleisch trocknen. Das macht auf jeden Fall Sinn. Ja, hast du mich ja noch raus. Davon habe ich jetzt auch genug, 7 Stück. Ah, ist ja schon morgens. Ja. Wo brauche ich denn wieder eine Hütte? Ist der Baum noch da, der gefällt hat? Jetzt gibt es ein Stück Holz. Der Baum ist schon weg. Da haben die Tiere gefressen. Ja, der fiel aber schnell jetzt. Sagen wir einfach ein bisschen was an Essen ab und dann ziehen wir direkt durch. Aber in die Höhle da oben gucken. Und dann sprinten wir durch. Also der Vorteil ist hier, wenn ihr guckt, das hier ist getrocknetes zähes Fleisch. Hat plus 75 Max Ausdauer, aber das getrocknete fette T-Bone-Steak hat plus 75 Max Gesundheit. Und da zeigen sich die Unterschiede. Wenn die unterschiedliche Sachen haben, können die sich säcken. Da kann man bis zu 3 parallele Boni haben. Hätte ich jetzt ein T-Bone Steak, ein gekochtes und eine gekochte Rippchen und gekochtes zähes Fleisch, haben die alle den gleichen Bonus und ich habe nur einen Bonus, der aktiv ist. Ja, hat auch 25% Ertrag durch Schlachtung. Also damit hat man nie wieder Hunger. Kannst du gleich auf Bären spezialisieren, holst dir immer schön Bären nach, kriegst du aus den Bären wieder mehr Fleisch, kannst du noch mehr Fleisch abernten. Ja, ich glaube, ich warte noch die beiden T-Bone Steaks ab.
Denn das hält 800 Sekunden Echtzeit pro Stück. Oder? Nee, länger. 1200 Sekunden. Ja, das sollte auch reichen eigentlich für hin und zurück, oder? Auch mit den zwei, die wir da oben noch haben. Immer noch eins davon. Ein Salesfleisch und dann bin ich durch damit. Natürlich sagen, dass es schon wieder respawnt ist hier, der Kollege. Okay, ich habe noch zwei Böden. Herstellung. Vier Wände. Und eine Tür. Aber habe ich ja noch. Jo. So, sollte jetzt eigentlich soweit sein. Ja, da kommt das getrocknete Fleisch. Die nehme ich jetzt mit. Das wären auf jeden Fall meine Hauptnahrungsmittel hier oben. Hm? Hm. Da ist auch noch ein Bär. Also dein Kollege hat das besser gemacht. Toll, feuer ist aus. Eigentlich schade um das Wildfleisch. Finde man auch nicht so oft. Aber das kann ich wohl nicht mehr retten jetzt. Eins kriege ich noch da raus. Sind wir einfach mal komplett mit. Ich würde jetzt meinen. Aua, ich brauche Hilfe. Butter. Ja, ist gerade zu verschimmelt das andere. Die brauche ich auch nicht. Jetzt mit. So. Aktivieren. Ich nehme die Kohle mit. Das Feuer. Da ist schon wieder ein Wolf. Glaube ich. Ein Bär. Ein Eisbär, oder? Jo. Mal gucken, ob wir jetzt besser auflaufen können. Der macht viel mehr Schaden. Vor allem wechselt er einfach die Richtung.
Die Eisbären sind schon heftig. Ich glaube, die werde ich einfach mal umlaufen jetzt. Oder von irgendwo oben runterschießen. Kann ich denn jetzt umherschauen noch? Ja, jetzt nehmen wir raus. Ich habe mal ein Fünftel ungefähr weg von der Gesundheit. Ja, das mit dem Umlaufen klappt bei dem nicht so toll. Ich schon wagen? Ich probiere es mal. Nein, die Tür ist nicht zu, deswegen zählt es nicht als Unterschlupf. Ah. Aber er hat es trotzdem gemacht. Rache des Eisbären. Der Bett war fast kaputt. Ja, das braucht man nicht. Okay, kann es also weitergehen. Der ist immer noch da hinten. Eine Rampe verloren. So, ich habe wieder die Wunde. Also nächstes Set, dann erstmal wieder die Boni aktivieren. Ich habe jetzt ja den hier. Ups, jetzt ist der unten an der Rampe. Aber eventuell kriegt er mich nicht. Ey, warum läuft du meine Rampe lang? Wenn ich jetzt wegreiße, dann fällt er wieder auf mich drauf. Bei der Tür sichern. Ich meine, der Trick ist hier wirklich auf ihn zuzurennen. Alter! Was ist das für einer? Level 54. Okay, aber mein Bett ist auf jeden Fall jetzt sicher. Ach so, ich hätte die Wölfe getötet und liegen gelassen, deswegen ist er angezogen worden und kann nicht erst in sein Eisgebiet gelaufen, sondern mampft jetzt hier die Wolfskadaver. Na komm, friss auf und geh weiter. Genau. Sie warten, bis er an dem Haus vorbei ist.
am besten um die Ecke rum. Da baue ich mir auf die Rampe und dann schieße ich ihn von oben ab. Ja, das hat er gehört. Jetzt hat er nochmal Hunger bekommen. Njom, njom, njom. Ja, bringt ja nichts, wenn ich jetzt rauskomme. Dann öffne ich die Tür. Dann sieht er mich und dann haut er mich wieder mit einem Schlag tot. Zumal ich ja keine Waffen habe. Okay, wir sollten also doch besser alles wegbluten. Kann ja nicht mehr so viel dran sein, der hat da vorhin schon mal gefressen. Aber schon ganz gut programmiert das Spiel, das macht schon Spaß. Ja, da muss ich an Voucher denken mit seiner Folge Die Rache des Eisbären. Oder die Rache am Eisbären, besser gesagt eigentlich. Und dann war es so lustig, dann immer sagt er, ach, irgendwie tun mir jetzt doch leid, wo ich sie immer töten kann. Ja, normalerweise würde ich hier mit dem Gewehr rumlaufen, denn der Eisbär ist schon eigentlich ein anderes Kaliber. Eigentlich der heftigste Gegner von allen, was ich so bisher gesehen habe. Klar, okay, gibt es die Oberbosse, die Weltenbosse. Mit diesen einen Riesenwurm da, aber die haben ja auch ihre Mechanik und da kann man auch ganz gut ausweichen. Aber hier eigentlich rennt man vorbei und dann erwischt er einen auch nicht. Aber vielleicht soll ich es noch mit dem Messer probieren. Ich bin ja eigentlich Messerkämpfer. Einfach seitlich rum, ringsrum, seitlich herum bewegen. Und währenddessen Messerstiche verteilen. Schon mal auch ein Wolf. Was machen die hier eine Party? Na, was hast du vor, Wolf? Der haut einfach nicht ab. Wir versuchen jetzt rauszukommen und die wegzulaufen. Dann wird er auf jeden Fall abgelenkt. Aber ich glaube, die sind schneller als ich. Ich kann auch nackt ins Schneegebiet laufen, aber das bringt ja auch nichts. Dann verfriere ich ja noch ein paar 100 Metern.
Ach, ich lege sie auch noch hin. Verdauungsstäbchen. Ja, danke, Dante, dass du mir lecker fressen gemacht hast. Erstmal eine Runde pennen. Okay, ich bin ein geduldiger Mensch, aber irgendwie. Zumindest ist er aufgestanden. Jetzt muss ich mal schauen. Mal gucken. Ich komme nicht dahin. Da ist ja meine Leiche, genau. Kann ich nicht schon Schneebällen werfen oder so? Eigentlich nicht hoch. Glaube ich nicht. Wobei der vorher auf der zweiten Rampe schon stand oder auf der dritten fast schon. Ich habe keine Waffen, ich habe nichts, kann nichts tun. Gibt. Oh, noch ein Bär. Ah. Hau ab. Alter, der kommt hier hoch. Ich glaube, die Tür war noch offen. Jetzt ist die Frage, ob er es jetzt zählt. Wie ist der denn hier hochgekommen? Über die Rampe? Und wie kommt er wieder runter? Okay, er springt einfach runter. Okay, die Situation ist recht unbefriedigend momentan. Weil ich jetzt, egal was ich tue, am Arsch bin. Links ein Bär, rechts ein Eisbär. Und der Eisbär, der steht da doof rum. Ich kann nur eins tun, ich kann das wegsprinten. Naja, ich kann eben wegrennen, das muss ich aber erstmal Ausdauer aufbauen. Aua! Ja, großer. Zumindest ist der jetzt hier hinten. Und rennt weiter ins Tal hinab. Okay, gerne.
So, dann hat sich das Thema jetzt erledigt. Der andere wäre vielleicht noch hier irgendwo, aber... Alles nehmen. Schnell die Rampe hoch. So, Inventar. Alles kaputt. Das heißt, mein ganzer Kälteschutz ist momentan hinfällig. Was heißt hier oben fehlt im Endeffekt? Das Holz. Muss ich den aber wieder abluten, dann zieht das wieder die Bären an, ne? Okay, erstmal die Fleischboni. Erstmal den Kuchen mit Leben, dann den hier, dann den mit Ausdauer, dann die Sachen ein bisschen konsumieren. Na, ich setze mal eben den Hauptpunkt da oben. Nein! Kaputte Gang. Weil die Tür nicht zu war. Ne, erstmal nochmal besser. So, Holz, ab in der Kohle. Ne, ist doch, die ist hier. Gut, da kann ich jetzt nämlich kurz einmal raus. Muss ja alles weghauen, sonst... Das hatte ich mir echt nicht so kompliziert gestellt.
Eisbär. Aber so war es echt nicht geplant. Was muss das Leben auf Icarus? Das ist immer unverhofft. Tür. Bett. Ey, noch gerettet. Das ist auch alles fertig jetzt. Sehr schön. Traurig nicht. Jetzt gucken wir ein paar Bären an. Das hält, wenn ich jetzt den jetzt halt nicht. So. Okay, also die Idee wäre dann, das abgerissene Haus jetzt einfach hier dran zu bauen. Muss ja nicht so lange sein, aber kann man machen. Dann brauche ich nochmal zwei weitere Decken. Und noch zwei Wände. Ja, das ist alles kompliziert. Wir wollen das stabil sein, ja. Dann brauche ich jetzt eine Werkbank, total umständlich alles. Wir eine Werkbank, dann die Textilienbank bauen. Zum Glück habe ich ein paar Felle mitgenommen und gesammelt. Ein bisschen braucht ihr auch die Länge, weil die so ewig lang ist. Und dann kann ich, man muss sie alles ablegen. Den kann ich auch mal ablegen und reparieren. Und aufnehmen. So, jetzt muss ich meine gesamte Rüstung abnehmen. Da reinlegen. Oder ich kann jetzt von hier aus reparieren. Weil ich ja an dem Gerät bin. Was für ein Akt. Okay. Wir haben es geschafft. Immerhin. Ich habe jetzt aber nur zwei Außenwände und zwei Rampen. Und nur ganz wenig Holz. Ich muss also noch einen Baum fällen. 18.21 Uhr, wir können immerhin mal schlafen. Ah ne, 16.23 Uhr, okay. Das Feuer ist hier auch eigentlich nicht so optimal. Das können wir jetzt eigentlich auch dahin stellen. Brauchen tut es ja eh nicht momentan.
riesengroß. Das ist ein Wolf. Jetzt zählt es wieder Bären an. Die geben leider kaum Erfahrung. 839 sind wir, also ein Büro. Aber wie ich den Bären kenne, rennt er hier einfach hoch. Na gut, der Homepunkt ist gesetzt. Ein Wildschwein. Ja, Homepunkt ist gesetzt. Ich glaube, wir gehen einfach los jetzt. Eine Sauerstoffflasche am Mann. Ja. Und den nehmen wir jetzt ab, weil wir ins Schneegebiet gehen. Sonst fühlt er uns irgendwie noch extra runter. Zumindest der eine Eisbär ist ja jetzt erstmal ganz woanders hingelaufen. Da unten ist der Eisbär, aber der sieht mich ja oben nicht. Wenn ich ihn nicht sehe, siehst du mich auch nicht. So, super vorsichtig. Wir haben mehrere Eisbären. Auch erstmal die Höhle jetzt. Hier ist natürlich kein Feuer dabei. Aber das ist natürlich ein guter Schutz, wenn wir uns jetzt schmal reinhauen. Das doch. Oh, mir ist kalt. Und leider keine seltsame Materie hier. Seltene Materie. Nicht seltsam. Es hat natürlich gar keine Kohle dabei, um mein Feuer anzufachen. Jetzt haben wir natürlich auch Nacht, jetzt können wir ja nicht mehr schlafen. Arbeite dich warm. Ja, der Eisbär ist schon krass. Ein Hieb und dann ist deine komplette Ausrüstung kaputt. Steine habe ich genug, Holz habe ich gesammelt, also können wir ein Feuer bauen.
Starterkerzen. Könnte eigentlich mal genug sein, oder? Ja. Dann würde ich sagen, als ich jetzt hier auch den neuen Heimatspot. Hier komme ich natürlich sehr schwer ran, wegen diesem blöden. Hängt schon wieder fest. Mann. Muss ich zu breit machen, dass der Bär da reinpasst. Da hinten ist er. So, komm mal hier rein. Du bist ja keine Steine gekriegt. Aber ist schon echt ein heftiges Gebiet hier, oder? Die andere Eisbären umrenne ich jetzt natürlich. Ich weiß gar nicht so klug, meinen Schlagzeug hier zu reizen, aber ich kann auch einen herstellen, insofern. Vielleicht muss ich an die Anjagd, weil ich genug von dem Fleisch. Hier haben wir den Bonus, den Bonus, den Bonus. Den Punkt lasse ich hier drin. Feuer nehme ich mit. Das Fleisch brauchen wir nicht. Dafür wird auch schlecht werden können, das Fleisch. Ach, kommt schon, was sind wir da hier durch? Die Ecke ist es. Effekte heute noch einen Lungenentzündung für hier. Toll, jetzt ist mir kalt. Da habe ich nur einen Schluck draus trinke, dann würde ich es nicht kühlen. Jetzt der Bär von rechts, der andere sollte von geradeaus kommen normalerweise. Ah, die Kälte ist weg.
Habe ich eigentlich jetzt eine Hütte? Nö, nicht. Zwei Wände. Zwei Böden. Na, einen kann ich bauen. Eins. Noch vier Holz. Zumindest eine Behausung. Also mein Wizard, wenn ein Schneesturm kommt, hat er die Kohle mitgenommen. Also habe ich ein bisschen Heizen. Aber falls ich jetzt... falls ich Frostbeulen bekomme, dann brauche ich nochmal einen Wärmeverband, dann brauche ich aber Sauerstoff. Ja, aber finde ich hier alles bis auf Fasern. Also Holzkohle kriegen wir ja dann derzeit, wenn wir mal ein bisschen Holz verbrennen. Okay. Wetterspalte. Jetzt so eine enge Stelle hier. Da müssten wir beide durch. Der Eisbär und ich. Ich sehe momentan keinen. Da ist er. Okay, dann bleib mal da hinten. Wieder mal ganz vorsichtig. Parallel. Okay. Geht aber auch. So, ich weiß nicht, ob es das da unten ist. This should not be here. When the terraforming went south, the temperature up here crashed through the floor. But life finds a way. Interesting. Good work. Okay, ich denke mal, wir rennen jetzt einfach da lang. Dann müssen wir den ganzen Berg umrunden. Also hier. Haben wir auch gerade geschlafen, ist genug Zeit. Nur auf Eisbären achten, rumlaufen.
gesagt hat, wer aus Leistung kommt. Der andere Brücke ist einfacher, da sind aber nur 1000 Wölfe. Ja, im Endeffekt ist es nur eine Rennaktion, ne? Rennen, dann kann man einfach schaffen, theoretisch. Ja, bis 2 Stunden, 6. Ja, fast 3 Stunden gebraucht. Bis ich ein Raumschiff bin, sind wahrscheinlich 3 Stunden. Ja, das Video ist 1,33 lang, aber ich hätte ja schon mal vorher angefangen, zumindest meine Fälle zusammenfüllen, die Winterrüstung. Fellrüstung. Das ist eine fiese Spalte hier. Ich höre ein Eisball. Bin ich gesehen. Juhu. Oh Gott, da hinten. Gut, einer weniger. Der mich fressen kann. Noch irgendwo Höhlen? Keine schon, aber. Ja, das ist ein Wetter-Event. Jetzt können wir rauslaufen. Wenn die Ausdauer wieder oben ist. Die ersten Bäume. Problem ist bei der Sicht. Ah. Wer jetzt hier rüberkommt. Ich würde sagen, ich habe einen Abgehängt durch meine Planung, aber ich glaube, wenn die Musik auch weg ist, die Bäume gleich noch ganz da oben. Weg.
es leckt. Santa Barbara auch. Da ist alles plötzlich super laggy geworden, weil die ganzen Bäume umgefallen sind. Puh. So, guck mal, ob ich hier drehen kann. Nein, eigentlich. Ich kann aber so das einstellen, dass ich das als Abfangding nutzen kann. Die ganze hier kann auch noch ein Eisberg sein. Wir hätten erstmal diese Treppe da vorne runtergeprügelt. Oh nein, ja, ja, ja. Hey, jetzt denke ich mal, gibt es keine Eisbären mehr. Und ich habe Durst. Und ich bin raus, ich habe es geschafft. Ich bin im sicheren Gebiet. Kann ich auch mal hier einfach mal... Ja. Hochpumpen. Okay, auf zum Raumschiff. Das ist mir jetzt egal. Bis der Sturm hier ist, bin ich schon abgehoben. Meine Fresse, der Eisbär, der ist... Der ist echt heftig. Es geht zwar jetzt mit einem fetten Malus, aber das ist nicht so schlimm. Könnte man jetzt ja einfach kompensieren, wenn man einfach noch ein bisschen jagen geht oder so, aber wozu? Wir haben unsere Mission erfüllt. Well, you did it. Cynatar are gonna be happy with you. And they like working with people they trust. And seeing how they pretty much run space, that's good. See you in orbit, friend. You cooked it, friend. All in a day's work. Tatsächlich, all in a day's work. In einem Tag. Ist das ein Bonus? Ja, schön. Jo, und damit endet die Mission. 150 für ein Eisbärenfee, das ist echt verdammt wenig. Da habe ich schon viel mehr bekommen für viel weniger. Aber ich will halt die Haken auch haben bei allen Missionen. Ich denke mal, das ist auch Pflicht irgendwo. Und die braucht man ja wahrscheinlich irgendwie, um nachher überhaupt vielleicht auf die zweite Karte zu kommen. Alle kann nicht sein eigentlich. Das wäre doch ein bisschen zu hart, weil es gibt da eine Mission, wo du irgendwie 1000 Stahl oder so liefern sollst und alleine in 6 Stunden wirst du das niemals gebacken. Da brauchst du ja Unmengen von Kohle und von Eisen. Es sind ja nicht 1000, aber es sind irgendwie doch recht viel Stahl. Dann noch 10.000 Biodiesel und Sauerstoff an verschiedene Raumkapseln. Jo, geschafft. Ich weiß nicht, wie man diese Mission, da steht 0 von 0, da steht 26 von 60, aber die haben gesagt, nächste Woche kennen die. Und die nächste Woche beginnt jetzt quasi.
Ist ja neu, dieses Zwischenmenü Olympus. So, ich habe jetzt abgeschlossen. Nee. Die hier. Wiederkehrbierforschung. Einen Totenkopf, ja richtig. Dafür, dass man mit Eisbären kämpfen muss, finde ich das eigentlich dann schon eher 3 Totenköpfe wert. Da bin ich auch mal gespannt, Feldtest Erholung, was das sein soll. 6 Stunden auch nur? Das ist die Mission, die ich meinte. Schwere Vorräte, ja, wirklich schwer. Weil es alleine total schwer ist, das überhaupt zu schaffen. Habe ich hier noch nicht Todesschrei scannen? Na gut, ja, danke fürs Zuschauen. Wir haben es geschafft. War doch ein bisschen schwieriger durch den Eisbärenvorfall. Und dass er nicht weggehen wollte. Und dass meine Rüstung kaputt war. Deswegen musste ich ja noch mal ein bisschen extra Zeit investieren. Ja, danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Und vielleicht einen Kommentar. Oder ein Abo oder alles. Freut mich über alles. Bis dann, euer Dan Germany. Bye bye.